Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei mir funktioniert heute die Technik nicht so, aber sie ist an. Erst habe ich angefangen mit dem Video, dann schneidet es mitten drin ab, mein Akku schmiert ab und ich habe festgestellt, so, ha, mein Akku mal wieder nicht geladen und der andere war auch nicht geladen. Habe ich unterbrechen müssen. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! 2 Stunden später war dann der Akku voll und das musste ich gerade mit mir so ein bisschen ausdiskutieren. Will ich das Video noch aufnehmen? Kleine Ansprache an YouTube. YouTube, wenn du noch einmal meine Tonspuren so minimal versetzt, dass das Video nicht mehr anguckbar ist, kriegen wir zusammen echt Ärger. Ja, wie viele Tongeräte hatten die? Ich habe die Mix zum Anstecken, dann habe ich einen Blue Yeti, dann habe ich einen Recorder und jeweils halt Aufsetzmikro für meine Spiegelreflex, die ja bald ausgetauscht wird, weil sie dann einfach schon zu alt ist und eben viel rauscht. Und ich finde es super unangenehm, wenn halt der Ton nicht so richtig gut ist. Jetzt habe ich, wie gesagt, einen alten Recorder an. Da kann ich schön meinen Ton extra aufnehmen und ich habe so ein Stativ. Steht also unter der Kamera. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wenn das jetzt nicht so geklappt hat, das Ganze, dann haben wir hier wieder den Rauscheton. Oder wenn das Ganze zu leise ist, was ja eigentlich positiv ist, weil zu leise kann man immer lauter drehen. Ja, könnt ihr mir gerne mal mitteilen, wie ihr den Ton so findet. Bis ich dann mal eine neue Kamera habe. Aber jetzt bin ich komplett vom Thema vorbeigeschwiffen. Wir wollen heute mal über eine Routine sprechen. Und ich muss mir gerade meine Produkte zusammensuchen. Das ist eine Abendroutine und Reinigung darf am Abend nicht fehlen. Na, also am Abend musst du auf jeden Fall reinigen. Wie du reinigst, ist dein Thema. Ne? Also wenn du kein Typ bist, der irgendwie Ölglänse verträgt, das gibt es ja auch, dann lass es weg. Ne? Also es ist kein geschriebenes Gesetz, dass man Ölglänse am Abend verwenden muss. Da gibt es ja noch andere Dinge. Lotion kann man zum Beispiel auch verwenden. So. Das ist so ein altes Ding von früher noch. Ich hatte ja auch von Face Theory, das habe ich hier auch auf dem Kanal mal vorgestellt, hatte ich ja auch so eine Reinigungscreme. Ich finde das vom Gefühl her mag ich das nicht so, aber vielleicht ist das eine Variante für Leute, die das mit dem Öl nicht vertragen. Bei mir funktioniert das mit dem Öl unwahrscheinlich gut. Und ich probiere mich da gerne bei den Ölglänzern durch. Allerdings, ne, also ich habe so einen Kommentar immer mal wieder unter Videos stehen, muss so ein Ding halt runtergehen. Das ist wirklich wichtig. Das darf nicht auf der Haut bleiben. Das ist ja nichts, mit was du deine Haut pflegst, sondern du willst die ja reinigen. Und das, wenn da ein Schleier drüber bleibt und du so ein Typ bist, der eher zu unreiner Haut neigt, tust du dir keinen Gefallen. Das hier ist Gott sei Dank leer, muss man an der Stelle sagen. Boah, mein Pony sieht heute einfach ganz schlimm aus. Tut mir wirklich leid, tut mir echt leid. Der hat Eigenleben. Das war im Noah Adventskalender drin. An dem Produkt gibt es einige Mankos. Zum einen ist es beduftet, zum anderen geht es nicht richtig runter. Ich mochte das anfänglich, so die ersten 2 Male, aber dann ist mir so gekommen, ah, irgendwie geht es nicht richtig von der Haut runter. Man kann immer Double Cleansing machen, wenn man geschminkt ist. Und ich, wenn ich geschminkt habe, mache ich auch Double Cleansing, ne? Aber so der Otto Normalverbraucher braucht das nicht, ne? Kein Double Cleansing, wenn das nicht notwendig ist. Und da muss ich aber schon irgendwie entweder mit einem Mikrofasertuch drüber gehen oder. Also ich mochte es nicht hundertprozentig.
Und ich bin mal gespannt. Ich gucke mal bei No auf der Homepage. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Erneuerung, weil das haben sie ganz oft schon gemacht, dass sie die bedufteten Produkte von der Formulierung her ein bisschen geändert haben. Und so ein, irgendwie an der Reinigungsleistung, also minimal stimmt was nicht, muss ich sagen. Und nach jeder Reinigung kommt natürlich ein Toner. Und bei dem Toner ist es so, der ist auf jeden Fall gut, ne? Also besonders Toner, die eben so bestimmte Benefits noch mitbringen. Übrigens, jedes Produkt, was ich schon vorgestellt habe, packe ich dir unter das i. Bei mir ist es nur so, der hat irgendwie kein Platz mehr in meiner Routine gefunden. Klar, ich habe das ein oder andere Produkt in der Aufbrauch-Challenge, aber irgendwie greife ich mehr zu dem Weißen, weil ich halt jemand bin, ich betreibe leider Skinpicking. Das habe ich jetzt die letzten 2,5 Wochen nicht gemacht, weil ich da aktiv dagegen eingehe gerade, aber es ist eine Zwangsstörung und Zwangsstörungen kannst du dir nicht einfach verbieten, sondern du musst sie verstehen. Und da ist der hier nicht so mein Favorit, weil der Weiße ist ja eher so, dass der gegen Pickelnarben und Co. so ein bisschen hilft. Komm einfach mit dem Weißen ein bisschen besser klar als mit dem hier, weil ich mag den Blauen tatsächlich mehr von der No-Reihe. Und der wird halt jetzt einfach noch aufgebraucht. Und probiert den aber trotzdem aus, falls ihr den noch nie probiert habt und da so ein bisschen euch ein Goodie in die Routine reinhauen wollt. Ausprobieren. Und ich mag es halt einfach nach der Reinigung ein bisschen Feuchtigkeit auf die Haut. Daher kommt die nächste Pflege einfach besser in die Haut rein. Und ich habe mir an meinem Geburtstag, habe ich mir was genehmigt. Und wenn ich jetzt mal die Review-Woche vorbereite, da kommt der nämlich drin vor. Da kann ich nämlich schon einiges drum erzählen. Das ist eine weiße Flasche, ne? Also nicht, die ist nicht bis oben hin voll, sondern die ist weiß angemalt. Das Produkt ist durchsichtig und kann einiges, ist ein bisschen qualitativ höherwertig. Ich bin mit dem schon als Probe richtig gut klargekommen und jetzt mag ich den halt echt auch wirklich gerne. Muss immer aufpassen, dass ich sowas nicht zu häufig verwende, nicht mit Säuren zu viel rumexperimentiere. Also Retinol finde ich, da kann man am meisten erreichen, wenn man es nicht notgedrungen regelmäßig macht. Ne? So ein-, zweimal in der Routine. Wenn man so Schwierigkeiten hat, sich eine Routine aufzubauen und Produkte eben hat, die man nicht so oft verwenden soll, passt auf jeden Fall, sich irgendwie auch einen Routineplan aufzubauen. Und bei uns Söhne, die Produkte sind halt teuer. Kauft erst die Produkte als Probe, die kosten schon auch 5 Euro, aber es ist was anderes, wie als wenn du dir ein Produkt für 49 kaufst in voller Größe und dann feststellst, ey, ich komme gar nicht damit zurecht. Also ich liebe den Retinol Booster, kann ihn empfehlen und wie gesagt, Video ist in der Mache. So, und das nächste Goodie, boah, das ist richtig gut. Ich habe das jetzt schon einige Male benutzt und du brauchst von dem Zeug halt auch nicht so viel, ne? Ceramide, wie heißt es? Lino8 Serum. Ich habe schon drei Arten von den Serien von Ceramide benutzt, also verwendet. Das ist das vierte. Insgesamt habe ich noch zwei weitere hier im Hintergrund stehen. Und das ist halt mega gut, da ist Q10 dran. Und wenn ihr mit Q10 im Gesicht arbeitet, das muss halt ein Produkt sein, was halt dann auch wirklich gelb ist. Weil wenn es gelb ist, ist halt eben auch Q10 drin. Die Flasche ist übrigens eingefärbt. Ich hasse es in der Drogerie inzwischen, aber auch bei anderen, dass sie mit Wirkstoffen werben, die nur an Produkten vorbeigelaufen sind, damit man es auf die Verpackung schreiben kann. Das machen inzwischen so viele und das ist so scheiße. Und bei solchen Sachen hier kann man sich halt sicher sein, kosten halt auch ein bisschen mehr. Ich habe das mit Rabatt gekauft. Ich glaube, ich habe für die Flasche 40 Euro. Kostet es im Schnitt. Müsst ihr mal gucken, bei Nishi Beauty Lab kann man die bestellen. Und da habe ich jetzt auch schon zum zweiten Mal bestellt. Und das ist einfach so gut, das Zeug. Das kann ich mir echt vorstellen, dass ich mir das nochmal nachhole, weil meine Haut liebt es und die ist total beruhigt davon und total glatt, auch so frischer als sonst. Also die Ceramide-Sachen lohnen sich immer. Man muss für seine Skincare nicht viel Geld ausgeben. Jetzt sagte sie und hat eigentlich auch schon ein teures Produkt im Voraus gezeigt. Aber wenn du dir ein Goodie, ne, in die Routine packst und dann auf dich auf das Wesentliche konzentrierst,
musst du nicht viel Geld ausgeben. Und das ist so mein Goodie. Das kaufe ich auch nicht regelmäßig, muss man an der Stelle auch sagen, ne? Und zum Schluss, weil ich das eben auch für die Review-Woche teste endlich, die ist super lange bei mir rumgestanden, die Ceramidcreme von Isana. Und ich weiß jetzt schon, dass ich die besser finde als die von Balea. Ich komme mit der tatsächlich besser zurecht. Hätte auch nicht gedacht. Ich finde die viel schöner zum Auftragen. Ich finde die viel frischer. Die geht bei mir auch viel besser in die Haut rein. Und ihr wisst ja, wenn ihr vorher mit Pflege rumexperimentiert habt, dann muss einfach noch eine Creme aufs Gesicht, um die ganze Geschichte zu versiegeln. Weil was bringen dir die ganzen Feuchthaltemittel auf dem Gesicht? Das verschwindet viel zu schnell alles. Also immer schön die Creme verwenden. Und Ceramide funktionieren bei mir auf meiner Haut halt unwahrscheinlich gut. Und ich komme mit der Creme echt so gut zurecht, dass ich mir wirklich überlege, die vielleicht mal wieder zu holen. Aber es sind gerade so viele Cremes auf dem Markt, die ich noch nicht getestet habe, dass ich zu der wahrscheinlich auch erstmal kein zweites Mal mehr kommen werde. Kennst du die? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Falls du irgendwelche Produkte schon kennst, die du hier jetzt in dem Video gesehen hast, auch unten in die Kommentare gucken und vor allem unters i schauen, da habe ich das ein oder andere Produkt, was ich schon vorgestellt habe, natürlich verlinkt. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gebe diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.